Ich weiß, ich war mit euch schon mal in Schönbrunn, aber da war es schön und warm. Jetzt ist es etwas kühler, wir haben Spätherbst, genauer gesagt das letzte Wochenende vor Weihnachten, und lasst mich euch ein bisschen, ohne allzu viel reden, durch Schönbrunn spazieren führen. Von der römischen Ruine weg, die wir soeben gesehen haben, ein kleiner Abstecher zum schönen Brunnen. So die übliche Rundreise quasi durch den Schlosspark. Hintergittern? Nein, natürlich nicht. Gegenüber vom schönen Brunnen steht Rea Kübele. Und wo sie wohl gerade hinschaut? Ihren Haustieren möchte ich aber nicht alleine begegnen. Gehen wir mal von unten nach oben bei diesem Obeliskenbrunnen und beachten einige Details. Habt ihr die Jahreszahl lesen können? Dann muss man die lateinischen Buchstaben können. Und hier nehmen wir noch die Details der Brunnenanlage unter die Lupe. Kennt ihr dieses Bauwerk? Kleiner Tipp, es ist von hinten. Herkules ist hier offensichtlich böse. Schwingt Keule. Was hat sie ihm wohl getan? Schwenken wir hier mal die Gloriette ab. Und beobachten die Wasservögel im Teich vor der Gloriette. Bei der Entenregatta oder beim Möwengeschrei. Abflug bitte. Thank you.
Schwarz und Weiß? Und hier sehen wir schon bereits das Schloss Schönbrunn. Der Panoramablick von der Gloriette über den, sagen wir mal, 13. bis 15. Bezirk lohnt sich allemal, auch wenn das Wetter grau in grau war heute. Der Neptunbrunnen mal nicht von vorne, sondern seitlich bzw. von hinten gesehen. Und das ist natürlich Neptun oder Poseidon auf Römisch oder Griechisch. Auch im Neptunbrunnen tummeln sich die Möwen und Enten. Hier schauen wir mal einen Blick über das frühwinterliche, aber nicht verschneite große Parterre. Das ist das Gebiet im Schloss zwischen dem Schloss und dem Neptunbrunnen. Wir haben im Hintergrund das Taubenhaus gesehen. Vom Hofpavillon geht der Blick zum Sternbassin im westlichen Teil des Parks. Auch die Schwarzen sind hier wieder mal unterwegs. Das Fischbassin, Name wohl klar warum, nicht weil Fische drinnen sind, das vielleicht auch, aber man sieht hier dieser große Fisch, der hier Wasser speit. Tja, und einige Gestalten vom Parterre nehmen wir mit, hier den doppelköpfigen Gott Janus zum Jahreswechsel, und wenn der eine verliebt ist, so wie hier der Paris, dann muss es der andere ausbaden, nämlich der Aeneas, und aus Troja flüchten, das zerstört wurde. Nach diesem Schwenk über die Gartenfassade des Schlosses wollen wir einige Details unter die Lupe nehmen. Hier der Kronprinzengarten mit der Uhr an der Westseite des Schlosses. Und so sieht das Schloss vom Ehrenhof her aus, also von der Seite der Schönbrunner Schlossstraße.
Weihnachtsstimmung, naja, so ganz ohne Weihnachtsmarkt wird das wohl nicht gehen, aber wir haben keine normalen Zeiten im Moment. Und das merkt man leider in vielen Bereichen des Lebens. Auch von der Ehrenhofseite ein paar Details. Vor allem die zwei Brunnen, die links und rechts der Hauptallee quasi, die vom Eingang zum Schloss führt, stehen. Das war der erste Brunnen. Und hier haben wir den anderen, den östlichen. Genießen wir noch ein paar Totalblicke des Schlosses vom Haupteingang her. Mit den Obelisken beim Haupteingang. Und er hat's hier wohl nicht leicht bei diesem Wetter. Die zwei Sphinxen bewachen den Haupteingang des Schlosses. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Liebespärchen vorstellen. Ich schau dich an, du bist so wunderschön. Ich schau dich an, ich muss dich wiedersehen. Jede Stunde möchte ich bei dir sein. Schon wieder werf ich eine Münze rein. Doch viel zu kurz ist das Minutenglück. Und ich muss wieder auf die Straße zurück. Piep, piep, ja, ich muss wieder auf die Straße zurück. Piep, piep.